Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ja, wenn alles funktioniert, fahren wir heute auf Pforzheim. Habe ich gestern installiert, heute den PC angeschmissen und wir werden es erstmal testen, ob überhaupt alles funktioniert. Und ja. So, jetzt habe ich schon mal was lauter gemacht. Ja. Wir sitzen im Gräf und Stift. Was ist das Auto hier? Verpimmel dich. Gräf und Stiftfahrzeug. Was es jetzt für eine Typbezeichnung ist, weiß ich nicht. Das steht natürlich in der Videobeschreibung. Und ja. Sitzen wir halt und wir fahren auf Pforzheim die Linie 1. Von Wilhelmstadt hier Siedlungszeugs nach Zob. So. Ich habe jetzt auch das automatische Kuppeln ausgemacht, was ihr in der letzten Folge gesehen habt. Also eigentlich in der vorletzten Folge, ne? In Folge 84. Hatte mich ja vertauscht so ein bisschen. Habe ich das automatische Kuppeln habe ich jetzt mal ausgemacht. Jetzt habe mich einmal so gewundert, warum der einfach weiterschaltet, ne? Und so die Kupplung so spät kommen lässt und so. Das mache ich jetzt alles selber, ne? So. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir haben oder wann wir los müssen. Da stand 16, guck mal. Dann machen wir einfach mal so 12. Die ganzen Kabel liegen auf meiner Tastatur. Okay. Ich hasse die Kirche. So, dann würde ich sagen, ich habe jetzt auch mal die Sicht hier umgestellt. Jetzt können wir nach hier rechts und links gucken. Viel einfacher. Fahren wir mal los. Ja. So viel zum Thema. Fahren wir mal los, gell? So viel zum Thema. Fahren wir mal los. Ey, wie viel Gas muss man denn entgegennehmen? Irgendwas? Ach, jetzt. Ah, okay. Oh, lässt sich aber gut fahren. Jetzt, wo der Handbremse draußen ist. Ach. Sebastian, du bist so ein Idiot. Okay, sehr krasse Bremse. Machen wir mal kurz neutral rein. Ich hab keinen Bild mehr. Komm, da kommt noch runter. Machen wir mal die Türen auf. Die Frage ist natürlich, wie schildert man hier überhaupt? Ne? Ich will das jetzt mal so separat schildern. Eins nach Pforzheim zu. Andere. Ja. Gucken wir mal, ob das stimmt. Ob wir jetzt einsteigen. Sieht aber jetzt nicht ganz so aus. Hab ich hier oben irgendwas vergessen? Ich bin ein Zitat, Fahrschule, Schulbus, FHV, LRMT-Fahrt, bla bla bla. Pause, Messegelände, Ende. Machen wir das mal rein. Weil wir fahren ja definitiv zum Zoo. So ist es ja nicht, gell? Pforzheim Zoo. Ich weiß nicht. Eben der Kollege ist auch hier lang gefahren. Da ist auch keiner eingestiegen. Ob die Leute einfach nur dumm sind? Da steht Haltestelle 1. Wenn ich das falsch rum eintippe, da kommen wir ja her. Aber das ist falsch. Nee. Nee. Wir nehmen jetzt einfach das hier. Und gucken mal. Fahren dann einfach mal eine Haltestelle weiter. Hier, Haltestelle 1. Andere. Steht auch unten. Ist richtig. Ja. Haben die halt Pech. Verrottet. Hä, ist der gar nicht so dünne? Ah, jetzt, okay. Ist jetzt schlimm, jetzt hört man so, wie ich immer schalte. Ich bin nämlich einer, der ziemlich flott schaltet. Oh, wir sollten wieder Schiffsfeuer anmachen. Da wir eh noch keinen drin haben, können wir eigentlich fahren, wie wir wollen. So. Zweiten Gang anfahren.
okay, es gibt keinen fünften Gang. Es gibt nur vier Gänge. Muss ich mir merken. Das habe ich ja beim O302 auch gehabt. Okay, ich bin so... Also mein Auto... Also mein gut, ich fahre jetzt nicht mit dem Auto, ich fahre mit dem Bus, gell? Ach, guck mal, die wollen einsteigen. Ist das nicht toll? Quietsch, quietsch, quietsch! Danke, Kronk. Hallo. Nee, ich fahre am zweiten an. Das ist sonst... Hätten Sie das gerne? Wie mache ich denn das hier? Entschuldigen Sie, mein Fahrschein? Ist das Ihr Fahrschein? Entschuldigen Sie, mein Fahrschein? Ja, es dauert ein bisschen, aber 1,90 ist falsch. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Jetzt werd doch nicht aggressiv. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Ja, ist okay, Schlange. Entschuldigung? Was wollte Sie? Ein Day-Ticket, eine Tagesticket, warte. Mein Fahrschein? Kann man das wieder stornieren? Junger ja, Mann, ich habe nicht ewig. Ich hätte gerne ein Tages... Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Ticket. Entschuldigen Sie? Ja, hier hast du. Junger Mann, ich habe nicht ewig Zeit. Junger Mann, ich habe nicht ewig Zeit. Ja, nimm. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Zippe. Danke, junger Mann. So, und weiter geht's. Oh, 80, jetzt geht's aber los. Ja, den Bus gucken wir uns natürlich auch gleich mal noch mal kurz an. Fällt auch gerade so auf, wir sind sowieso viel zu früh. Das war's, ja, bei 60 Schluss. Oh. So, ja. Da kommt Wilhelmsthal. Also das ist nicht so voll, weil halt, wie gesagt, wir sind halt noch früh. Gepäckträger sind natürlich mit dabei. Ist halt, österreichischer, Oldtimer. Ich weiß nicht, ich habe Gräf und Stift noch nie so wirklich in... Also doch, ich habe sie schon gesehen. Aber... Die waren halt nie so wirklich präsent oder so. Also so. Es gab halt nie so eine Firma, so eine Busfirma, die sagte, boah, da werden wir uns jetzt drauf spezialisieren. Gräf- und Stiftfahrzeuge. Weil meistens waren MAN und Mercedes ja schon gut dabei, gell? Von außen, vor allem hier hinten gefällt er mir sehr gut. Das sieht wirklich sehr alt aus. Nie so ein Fahrzeug gesehen, Also so eins hier jetzt. Das ist ganz dieses ältere. Nee. Es sagt mir absolut gar nichts. Aber ich bin auch viel zu jung für sowas. Wir haben Sonntagmorgen um 11, ja. Also ich bin auch vorhin jetzt aufgestanden. Lasst mich. Ich entschuldige mich trotzdem für das Scannen. Ne? Okay. Ja, der Stuhl quietscht. Ich weiß nicht, ob man das hört. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Ampel ja sehr lange rot ist, sonst würde ja noch nicht so ein Stau sein. Ah, la Polizia. Sehr, sehr modern gehaltener Verkehr. Natürlich auch nur durch Hamburg-Addon möglich. Ich weiß nicht, ob es X10 oder noch mit drin ist. Vor der Kasse stehen sogar die Sekunden. Geil. Wann müssen wir denn da sein? Tisch, T-Sachsring oder so. Sachsring. 20. Haben wir noch 2 Minütchen. Lol. Er haut einfach ab, hat auch keinen Bock mehr. Im Blinker hier hört man fast gar nicht. Ist das der Sachsring? Nee, es ist FH, die Fachhochschule Wilhelmstein, Sachsring. Ja, ist doch richtig. Ja. Okay, ernst. Guten Tag. Ja,
Eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Fällt mir gut. Eigentlich haben wir noch eine Minute. Komm, die machen wir jetzt auch. Die halbe Minute warten wir jetzt auch noch. Vielleicht steigt da noch einer ein. Vielleicht kommt ja noch einer. Man weiß ja nie. Kann ich noch was trinken, oder? Darf ich das? Ist das erlaubt? Illegal? Oh, illegal, okay. Er hat es trotzdem getan. Eiskalt. Illegal. Jetzt fahren wir mal ab. Ich muss mir vielleicht noch so ein Trittbrett besorgen, wo ich dann meinen Fuß drauflegen kann, wenn ich gerade nicht schalte, damit der Fuß nicht die ganze Zeit auf der Kupplung liegen bleibt. Was? Hatte ich gerade gesagt, der fährt aber schlecht. Fahren wir auch direkt, lernen wir auch direkt mal so ein bisschen das Anfahren, ne? Hallo. Hallo. Zweiten Gang anfahren, ist aber nicht gerade. Ach so, im dritten Gang bin ich angefahren. Ich dachte gerade, im zweiten Gang anfahren ging doch bis gerade noch ganz gut. Es geht jetzt auch nicht bergauf oder so, dass man sagt, es geht gar nicht. Und hier so Engstellen müsste ich vielleicht auch mal bauen. Sind wir hier schon am Zoo? Oh, das ist eine Ampel. Quietsch, quietsch, quietsch. So, und 22 müssen wir am Bahnhof sein. Ja, das schaffen wir locker. Und diesmal schalten wir auch in den zweiten Gang zum Anfahren und nicht in den dritten. Diese Sounds sind echt geil hier, ne, in dem Bus. Also die erinnern mich natürlich so ein bisschen an den Doppeldecker, ne? Ich denke auch mal, dass die Sounds daraus genommen wurden. Aber wo will man für das Fahrzeug denn Sounds herholen, ne? Also, ich weiß ja nicht, die fahren wahrscheinlich nicht mehr. Wagenhöhe 3 Meter. Okay, muss ich mir merken, wenn ich irgendwo durch irgendeinen Tunnel fahren möchte. Auf jeden Fall schönes Fahrzeug. Spiegelheizung? Echt? Cool, das Ding hat schon Spiegelheizung. Ja, vielleicht schaffen wir es ja doch nicht mehr pünktlich anzukommen, wenn hier die Ampeln so lange mal rot sind. Die haben Leute da hinten. Ich meine, es ist ja immer so gewesen, gerade so bei älteren Fahrzeugen oder im Sommer. Merkt man das, wenn man hinten am Motor sitzt, dass es da immer so extrem warm wird. Moin, Kollege. Achso, voll Hupen. Ich weiß gar nicht, wo ich Hupen hingelegt habe. Ob ich die überhaupt irgendwo hingelegt habe. Da, jetzt möchte gar keine Ausfahrt einsteigen. Ah ne, ich muss auch einmal rumfahren, ich bin ja auch doof. Vorne stehen meine Fahrgäste, wa? Möchte er aussteigen? Nee, das ist bestimmt die große rote Lampe oder so, wa? Warte, können wir noch nachgucken. Nee. Nee, egal. Sehen wir ja dann. Vielleicht gibt es ja auch einen akustischen Sound.
Bisschen mehr Gas. Und wieder 8 Stunden warten. Oh, Junge, Junge, Junge. Ach, die Kupplung hätte ich trotzdem vielleicht drücken sollen. Wenn man die Kupplung loslässt und der Gang ist drin, ist logisch, dass der Wagen absäuft, auch wenn, selbst wenn man Haltestellenbremse oder so anhat. Wenn es ein manueller, also manueller Schaltwagen ist, dann, gibt das Sinn, gell? So, an der Kirche sollte ich um 24 sein. Wir haben jetzt auch gerade 24. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach während der Fahrt den Gang rausnehme? Ne, dann geht er nicht mehr rein. Also man kann ihn rausnehmen, aber nicht mehr rein. Warum auch immer der Standsound angeht, ich habe den Gang doch noch drinne. Lassen wir die junge Dame mal rein, ne? Ach. Hallo. Habe ich dem zu schnell geschaltet oder was? Waren jetzt hier immer noch 30? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, ein Wette! Yeah! Wettcasino. Das Fahrzeug schafft nur 60. Das ist schon... Hey, reinspaziert. Ich kann aber die Tür mal aufmachen und gucken, ob da irgendwer aussteigt. Okay. Vielleicht ist das so beabsichtigt. Man weiß ja nie. Gell? So, siehst du, jetzt habe ich einen Gang rausgenommen, jetzt kann man von der Kupplung gehen. Ich meine, für die, die den Führerschein machen, die wissen das sowieso, für die, die den Führerschein haben, auch. Und auch einige, die den Führerschein noch nicht haben, wissen das trotzdem. So. Aber für die, die es halt nicht wissen, gell? Also. Jetzt wisst ihr es. Für die Fahrschule. Yeah. So, was sind jetzt hier? Steinweg, den dürfte das nächste sein. Da müssen wir um 27 sein. Oh, also jetzt. Vielleicht ja nicht pünktlich um 27, aber um 27. Und wenn man die Kupplung leicht kommen lässt, dann fängt der Wagen an zu rollen. Ne? Oh, komm. Achso, ne, ist jetzt eh rot, dann können wir jetzt sowieso fahren. Und zwar legal. Ich wäre jetzt nämlich so gefahren. Ich weiß nicht, der Schleifpunkt liegt irgendwie ganz schön weit hinten von dem Bus.
So. Jetzt haben wir schon 28, Leute. Jetzt fangen wir an, Verspätung aufzubauen. Nur wegen den Ampelschaltungen hier. Noch sind wir in diesem Wilhelmsbergfels. Geht. Da kommt die Eichel doch, guck mal. Ihr seid alle dumm. Hallo. Einmal normal. Einmal normal. Sofort. So. Oh! Ja, ist aber ein bisschen schlecht aufgestellt, oder? Mensch. Ja, das ist ja nicht mein Problem, oder? Naja, irgendwie ja schon, weil jetzt wollen die Leute nicht mehr mit mir mitfahren. Ja, 80. Erstmal geht's hier bergauf und zweitens schaffen wir nur 60. Da sind wir sowieso wieder innerhalb einer Ortschaft, da darf man nur 50 fahren. In Zweltsheim sind wir jetzt. Ah, also in der Innenstadt, also in der Stadt selbst. Kitsch. So. Ah, es ist schön. Also es ist eigentlich eine angenehme Map, ist es auf jeden Fall. Der Bus ist auch recht angenehm, wenn man halt einmal drin ist. Perfekt ist natürlich noch gar nichts. Das muss man halt ein bisschen üben. Üben. Achso, sollte ich vielleicht wieder die normale Sicht machen. Ich wundere mich gerade, warum fahre ich denn so komisch, aber. Kann ich aussteigen? Okay, nass. Nicht zwei Kurzstrecken. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Nicht zweimal normal. Ja, richtig schlecht. Alter, wie viel Stau hier links ist. Alter Schwede, ey. Jetzt hier rechts abbiegen. Ja, müssen wir. Einfahrt Zoo. Oh, wir fahren in einen Zoo. Kinder, es geht in den Zoo. Hochkonzentrierend. Oh je. Ein bisschen Zeit müssen wir jetzt mal aufholen, weil sonst sind wir noch später, als wir sowieso schon sind. Oh, Kinders. Hallo. Das Schöne ist, bei uns hier in Aachen gibt es ein Pinguin-Ticket. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab es mal. Da zahlt man halt ganz normal, ich weiß es nicht, 8 Euro irgendwas oder so. Oder vielleicht mal ein bisschen mehr, ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Das Video ist fertig.
Und man kann dann mit diesem Pinguin-Ticket sowohl einmal die Fahrt zum Zoo hat man dann bezahlt, als auch die Rückfahrt vom Zoo, als aber auch den Eintritt in den Zoo. Also was heißt Zoo? Es ist kein Zoo, es ist ein Tierpark. Zoo und Tierpark ist ja mal was anderes. Die Definition von Zoo ist, glaube ich, wenn man irgendwie auch, keine Ahnung, Giraffen und sowas hat. Kein Plan. Multitasking ja alles. So, dann gib mal Ja's. Weil sonst überhole ich dich. Ja, vorne ist die Haltestelle. Hä, was machen die Leute denn da? Oh, die Haltestelle ist im Boden. Natürlich auch ganz toll. Es wird immer noch keiner aussteigen. Oh. Hallo? Ja? Sag's gerade, bitte schön. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte. So, vor uns geht's gerade aus, weil hier links ist der Betriebshof. Oh, der Kollege überholt uns einfach. Eiskalt. Eben gut. Moin. Ah, du auch, ja. Lol, ein Geisterfahrer, da sitzt keiner drinne. Oh mein Gott. Ich werde dir noch einholen. Ach, Mann. Ging der Scheißgang wieder nicht rein. Ich glaube, ich agiere für das Spiel ein wenig zu schnell. Gute Frage. Fahren wir zum Bahnhof? Ja, tun wir. Hauptbahnhof. Ja, das war im vierten Gang angefahren. Oh, der Kollege wäre fast reingefahren, Der kleine Sackpimmel. Pfälzheim Bahnhof. Oh. Pfälzheim Bahnhof? Halte ich da auch an? Betriebshof? Nö. Eigentlich kommt jetzt der Hauptbahnhof. Vielleicht ist es ja der Pfälzheim Hauptbahnhof. Ich habe keine Ahnung. Oh, Leute. Immer normal. Bitte. Ja, dann zahlen Sie aber ein bisschen extra, ne? Einmal Kurzstrecke, bitte. Sie auch. Armes Fahrzeug, ey. Ja, ich hab den Bürgersteig mitgenommen. Kack dir nicht ins Gesicht, Mensch. So, wenn wir keine Zeit haben, nehmen wir mal eine kleine Abkürzung. Kommt nichts. Achso, ne, wir fahren ja hier lang. Wir fahren nämlich nicht den Direktweg. Bahnhofstraße. Wattstraße, Bahnhofstraße. Ich glaube, wir fahren doch den direkten Weg. Einen normalen Fahrschein, bitte. Wie kommt es hier nicht alles nicht vor? Einen normalen Fahrschein, bitteschön. Das ist aber auch eine sehr complicated Linienführung. Ja, eigentlich nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach nur wieder zu blöd. Geil an, ne? Sieht doch geil aus.
Alte Sachbrücke, Sachsbrücke. Da fahre ich gar nicht hin. Ist ja, komm, YOLO. Sind wir halt noch später dran. Wir müssen jetzt eigentlich beim Hauptpostamt sein. Linie 6. Hä? Falsche Linie wegen Folge, kann das sein? Oh, wie geil ist das denn hier? Das sieht doch immer ein bisschen aus wie ein Einbahnstraße. Nein, hier, ich nehme euch nicht mit. Die 6 ist hinter mir. Ich habe mich gerade ein wenig verfahren. Na ja, ja, Kollege, guck nicht so doof. Aber voll geil hier, ohne Spaß. Erstmal mal, ja. Fahrschule ist ja nichts dagegen. Ja, okay, ich kann auch hier mit Vollgas durchtütteln. Ich glaube, die Strecke habe ich mal bei Philipp LP gesehen. Du bleibst da stehen, Kollege. Ich muss hier rum. Danke. Da hat man es gehört. Und da ist auch das orange kleine Lämpchen angegangen. Oh, scheinbar sind wir da. Alle Linien nicht Zob, alle Linien Zob, ja. Ich bin alle Linie. Wir hätten wahrscheinlich jetzt von hier unten gekommen, wa? Ja, jetzt haben wir schon mal gespoilert, was jetzt auf... in den nächsten Feldheim-Folgen formt. Jetzt muss ich mal gucken. Alle Linien Terminus, guck mal. So. Schönes Fahrzeug. Ja, das war's. Verfahren, huhu. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder, wenn es hoffentlich heißt, nicht mehr Verfahren. Und zwar spielen wir dann wieder Omni 2. Haut rein, bis dahin, tschüss!